Ja, begrüße euch Freunde. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe da wieder im tiefen Internet auf YouTube was entdeckt. Besser gesagt, mir hat ein Abonnent drauf aufmerksam gemacht. Danke vielmals dafür. Und zwar, der hat ein neues Ding gefunden, wie man ein Ritschlein aufhängt oder einen Seilspanner macht. Wurscht, was das ist. Und zwar diesmal nicht mit dem Detlef seine Spanner. Ich denke, das ist von dort sicher abgeleitet, weil Detlef seine Spanner sind ja schon weltweit bekannt. Und ich finde aber auch diese Lösung, muss ich gestehen, ist pipi feinst. Es braucht keinen Knoten können. Absolut keinen Knoten. Betone noch einmal. Es macht es alles nur mit Umwickeln. Und wie das Ganze jetzt ist, zeige ich euch gleich mal ein bisschen näher. Ja, Freunde, das Ganze nennt sich Roberts Dogel. Das ist ein YouTuber aus Bulgarien. Blende ich natürlich da oben ein und zeigt. Gesehen habe ich es eigentlich bei einem, das ist der Muskacim. Blende ich auch ein. Der arbeitet das Ganze mit einer Hand und einem Armstummel. Alle Achtung, schaut euch das an, bemerkenswert. Ja, so schauen die diesmal aus. Und zwar haben die in jedem zwei Bohrungen drinnen. Ich habe da mal auch vorbereitet, das habe ich schon daheim drin gehabt, ein Holzerl von mir. Zwei Bohrungen eingebohrt, das reicht dann im Prinzip. Meine Holztübeln verwenden habe ich auch mit angemacht. Zwei Löcher drinnen. Funktioniert auf alle Fälle. Es ist, je länger die sind, desto besser ist, weil die Klemmung halt ein bisschen besser vorhanden ist. Ja, ich habe da zwei auf einer Ritschlein drauf. Wir brauchen auf der einen Seite überhaupt kein Schlafen oder irgendwas, absolut nicht nötig. Ich habe auf der einen Seite einen kleinen Knopf drinnen. Aber das auch nur, dass sie nicht runterrutschen. Ja, wie befestigt man das jetzt da auf dem Baum? Man geht ganz einfach her, legt unsere Schnur da wieder mal um. Und jetzt geht man her und wickelt das ein-, zweimal da drüber. Und das ist gespannt, weil sie eigentlich das Seil selber hält. Halt pipi feinst, wirklich, ich habe es jetzt schon ein paar Mal daheim auch im Garten probiert. Echt perfekt. Braucht man auch gar nichts mehr sichern. Es gibt sicher andere Möglichkeiten auch noch. Ich habe mir da wieder was Eigenes natürlich gefunden. Es geht einmal da hinten vorbei um die Schnur. Einmal so wieder hoch und haut den Knoten da rein und zieht es dann an. Das hält sich genauso fest. Aber müsst es nicht machen, ist nicht muss. Ich sage es gleich dazu, es reicht vollkommen. Zwei, dreimal da um und um. Seht ihr, ich bin jetzt zweimal drüber. Und das halt, dass ich den Baum umreißen könnte. Und genauso sparen wir das jetzt auf der anderen Seite. Zeige ich euch gleich. So, da haben wir jetzt das zweite herum. Wir gehen da wieder um den Baum herum. Fahren jetzt da hinten drüber. Fangen jetzt an zum Spannen. Und wenn es gespannt ist, fahren wir ganz einfach wieder da unten durch. Und das Ganze ist gespannt wie ein Pfeilschöpfer. Geht natürlich auch watschen einfach wieder auf. Und das Ganze war's. Jetzt habe ich noch herausgefunden, dass man, wenn man die Schnur aufwickelt und das da drauf ist, dann schiebt sich das natürlich nicht so leicht hin und her, was vielleicht ein bisschen ein Nachteil ist, aber wenn es hergeht, das fährt da mit dem Finger drunter, dann könnt ihr es da hin und her fahren und es passiert gar nichts, das geht so leicht zum Schirm, aber Achtung, nicht zu schnell, sonst verbrennt euch mit der Schnur natürlich den Finger und sonst hält es bombenfest. Also wie gesagt, da drüber, hinter dem Holzerl vorbei, Spanner. Es kann passieren, dass das Holzerl ein Stickerl mitrutscht, ohne weiters. Ist mir auch schon öfters passiert. Dann geht es her
und beim Spannen darf es das vorne ein bisschen in die Höhe stellen. Dann kann das nicht mehr mitrutschen. Drüber ein, zwei Mal. Und das Ganze ist fertig. Wie gesagt, es braucht dabei wieder absolut keinen Knopf. Es braucht kein Schlauferl da herinnen. Mit zwei so Dogeln Satz dabei. Natürlich gehört da jetzt in der Mitte noch die Brusikschlingen, wo man dann wieder das dabei hängen kann. Das habe ich jetzt da nicht, weil es war eigentlich nur zum Vorführen. Es hat am Anfang gesehen, wie schnell sowas zum Spanner geht. Das geht wirklich pipi feinst. Ich zeige euch das jetzt noch einmal noch ein bisschen näher. So, wir kommen da wieder mit den Holzerl, kommen da mit dem losen Ende und wickelt das jetzt einfach ein, zweimal drüber. Das reicht vollkommen. Da könnt ihr schon ziehen, wie eine Kuh das hält. Falls wer Angst hat, gut, dann wickelt es halt ein paar Mal drüber. Ist ja auch kein Problem. Es braucht es da nicht sichern oder irgendwas. Das hält sich wirklich von allein. Ich glaube, ich muss mir mal so einen Kopfteil kaufen, wo ich die Kamera drauf gebe, dass ich das näher zeigen kann. So ist das nicht so einfach. Wie gesagt, wir sind jetzt wieder auf der herüberen Seite. Fahren wieder um einen Baum herum. Wie gesagt, wir haben da kein Schlauferl, nichts. Das könnt ihr da hinten einen Knoten reinmachen, dass sie nicht runterrutschen. Aber jeder wird beliebt. Es fährt da wieder drüber und jetzt sparen wir da. So, und jetzt fahren wir da ein, zwei Mal drüber. Das hält sich von allein und das Ganze ist gespannt wie ein Einser. Ja, Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich schreibe euch dann noch die Masse ein von den Holzern. Ich habe es jetzt nicht im Kopf und auch von der Bohrung, was ich da gemacht habe. Und hängt auf einem normalen 55er Paracord drauf. Könnt ihr natürlich überall auch anders draufhängen. Ich habe es auf einem Dynamo auch schon probiert. Funktioniert alles. Halt, gibt es überhaupt kein Problem. Gut, ich sage dann wie immer danke fürs Zuschauen. Freut mich, wenn ihr das ausnutzen könnt. Mir taugt das sehr gut auch. Gefällt mir wirklich gut. Und wer es natürlich nachbauen will, nein, nicht, für das zeigt man es ja. In dem Sinne sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Ciao, Freunde.